So, Freunde, hier sind wir wieder. Es ist aber unten, guck mal da unten, so leuchtet es, wechselt die ganze Zeit hier. OBS-Tutorial Teil 2 Mac. So, warte, warte, warte. Ich muss ein kleines Stück zurück, dass ich das sehen kann. 7,9, also da. Ah! Wieso haut der jetzt auf 2,4? Okay, jetzt pendelt der sich ein, 2,4. Da musst du den, wie, kannst du jetzt, während du streamst, machen Einstellungen? Ja. Und die Bitrate wieder auf 2000 runterkloppen. Ja. Und auch übernehmen. So. So, jetzt warten wir. Was sagt das Pendelverhalten? Ist normal. Jetzt pegelt er sich erstmal ein. Na komm schon. Alter, wie viel Upload-Geschwindigkeit hast du? Das sieht aus, als hättest du 12 MB Upload. Das wäre viel. Ich habe Ach, Upload 40 MB. vielleicht 3, 4. Ich mein's Warte, ernst, Digga. 55 MB Upload. Nee, ich hab 50 Download. 50k Leitung, aber Upload habe ich keine Ahnung. Ich kann doch mal so einen Speedtest hier machen, gell? Dann mach das aber auf speedcheck.org. Speedcheck.org. Ja. Der ist ein bisschen genauer. Okay. Hier, Achtung, da siehst du's. Was? Muss ich. Du hast eine Latenz von 245. Das ist doch keine Latenz, das ist ein Zustand. Guck mal, jetzt Download, Du Alter, hast eine wie? 248. Alter, das ist kein Ping, das ist ein Zustand. Warte mal. So. Alter, Alter. Guck, Upload, Digga. Was ist denn das? Ist das womöglich? Aber, ey, ohne Spaß, 6 MB Download, das hatte ich aber auch echt noch nie. Also das ist echt, ich meine, Download hat jetzt quasi damit gar nichts zu tun, aber im Moment sieht es auch echt schon ziemlich räudig aus hier alles. Also das wäre bei mir schlechtes Verhalten. Das ist bei mir gerade schlechtester Wert, den du haben kannst. Ich habe einen Download von 84 MB und habe einen Upload von 14. Krass. Dann musst du die Bitrate, du kannst es versuchen, die auf 1500 zu kloppen, aber ob du, wie die Qualität dann in deinem Stream ist, das kann ich dir echt nicht sagen. 1500, ey. Okay. Ja, ansonsten solltest du mal bei dem Internetanbieter anrufen oder vielleicht wechseln. Ja, aber, ja, ich bin bei Unity Media halt und ich habe da eh ein bisschen Probleme mit denen so die ganze Zeit. Unity Media ist das gleiche wie Kabel Deutschland. Da solltest du vielleicht mal anrufen und nach einem, das wissen viele nicht, mal nach einem Upload-Booster fragen. Der kostet, glaube ich, 6 Euro mehr im Monat. Upload-Booster. So ein Upload-Upgrade. Du kannst ja separat deine Leitung bestellen. Zum Beispiel bei mir war es eine 200.000er Leitung mit 12 MB Sorry. Upload. Und ich habe einen Booster bestellt. Ja. Also ein Upgrade ist 6 Euro. Das glaube ich. Damit habe ich dann von 12 MB auf 50 MB geupdatet in dem Sinn oder Okay. upgraded. Okay, aber das ist ja echt schon krass. Warte mal, wenn ich jetzt nochmal einen Speedtest. Also für Okay. die Kiste brauche ich einen Upload, das ist nicht mehr feierlich. Krass. Wenn ich Das ist ein jetzt. Schminkkoffer umgebaut. Wenn ich jetzt hier, guck mal, wenn ich aber hier mache, also das ist normal immer der, wo ich das mache. Test.net. Ja, ich glaube, das ist der. So, lass den mal nebenbei laufen. Ich guck mal ganz kurz was. Ich bin ja da so ein. Ping, 9 Millisekunden. Guck, jetzt habe ich hier mehr. Das ist Download. Ping, Satan. Dafür musst du es aber ordentlich duschen. Ist Ping 9 gut oder was? Eingabeaufforderung Terminal Mac Einsteiger. Jetzt Okay, Upload. ist für das Eingabeaufforderung. Ach Das du ist nicht gut. Scheiße, Dicker. What is going on? Ich habe einfach nicht mal 2 MB Upload. Ich sehe es. Hey, wie kommt man denn in diese fucking Terminal-Funktion rein beim Mac? Das ist. Mach mal da den Browser, minimier den mal. Wir machen das jetzt mal ein bisschen hackermäßig. Jetzt gehst du unten auf deine Startleiste. Da kannst du doch Suchen eingeben. Wenn du zum Beispiel WordPad oder irgendein Programm suchst, Hier. kannst du das doch in der. Und da gibst du jetzt ein Terminal. Also Terminal.
Nicht mit Ö. Was? Warte. Termin. So. Ja, Mann. Ist es hier, Digga, da hast du dein Terminal. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt solltest du vielleicht deine Bildschirmaufnahme ganz kurz ausmachen. Zumindest für die Leute, die sehen, weil sonst kann jeder auf deinen Router hacken. Okay, warte mal. Wie ist denn hier die Bildschirmaufnahme? Warte mal. Da muss ich die Monitoraufnahme, wie mache ich die denn kurz aus? Genau. Und dann machst du einfach nur das Auge weg. Nur das Auge wegmachen. Aha! Jetzt ihr seht nichts! So. So, jetzt gibst du ein. IP, also IP. Config, also C-U-N. Ja, Digga, ich bin nicht behindert. Also, so, IP-Config. Leertaste slash all. All. So. Und Enter. Was passiert da? Nicht, dass du mir jetzt meinen kompletten Mac fixst. Nein, keine Sorge. Ich bin zum Helfen da, nicht um dir irgendwas zu ficken. Is one of wait all is clock, weil. Weißt du deine IP-Adresse aus dem Kopf? Never ever in a whole life, ne. Mac IP-Adresse. Hast du schon mal auf deinen Router zugegriffen? Ja, aber da hatte ich noch. Ja, warte mal. Ach du. Weil da kommt was, da steht nämlich, du musst deine IP-Adresse oben eingeben, um da drauf zu kommen. Oder du gehst auf fritz.box oder unitymedia.com oder wie auch immer. Und für was brauchen wir die IP-Adresse jetzt? Du brauchst die IP-Adresse, um deinen Router anzubringen, das Programm laufen zu lassen, damit jetzt dein Router mal in dem Sinne angeschubst wird. Ach du Scheiße, Dicker. Wo kriege ich jetzt meine IP-Adresse? Warte mal, Larry. Warte mal, ich muss mir. Warte mal, ich bin noch da. Kann ich hier zurückgehen? Ja, Mann. Larry, wenn du das siehst, schreib mir mal, wie. Warte mal, Larry ist mein Management, so, der soll mir mal ein bisschen. Wie kann ich meine IP. Weil das ganze Spielchen. Ich zeig dir das mal eben. Das ganze Spielchen würde nämlich so aussehen. So. IP-Config all. Dann kriegst du nämlich dies hier. So, dann gehe ich zum Beispiel auf. Aber. So. Dann pingt er den Router an. Dann lässt er laufen. Dann nimmst du das Tracer-Programm. Gibst es wieder mit deiner IP-Adresse ein. Dann sagt er dir, bei welchem Anbieter du bist. Dadurch kriegst du die MS auf unter eine Millisekunde gedrückt, weißt du? Okay. Ist es gerade noch notwendig, dass wir live sind eigentlich auf YouTube? Das ist deine Community, wenn die dir dabei gerne zugucken. Naja, ich weiß nicht, also. Keine Ahnung. Mal gucken, wie viel. Ja, 150 knapp, aber. Warte mal, öffnen Sie sich und klicken Sie auf Netzwerk. Aha. Larry, danke. Larry, ein Akkustein, Lucifer, Scheibenblitz, ist ein Verbrechen. Boah, Alter. So, System, wo sind denn die, dann auf Netzwerk? Wo ist denn das, Alter, immer, wo ist denn das muttergefickte Netzwerk hier? Komm, Junge. Da ist es doch. So. Im Dorf erfahren, dann würde ich es sehen, sie im Grün markiert. Was? Du kriegst da Kommentare. Da darfst du nicht alles so ernst nehmen. Aha. Nee, Mathe sind doch echt witzig. Hoffe, du Landwirt krepierst. Dankeschön, Tobias. Geht es an dich oder was? Ja, Leute, hört doch mal auf mit dem Scheiß. Der hilft uns hier quasi. Hört doch mal auf, jetzt, der ist auch mega geil von dir, Patrick, dass du mir hier so hilfst, ohne Spaß. Also, ich hab meine IP-Adresse, Digga. Die? Dann gehst du jetzt wieder in dein Terminal. Ups, warte mal. Jetzt gibst du ein Ping, ganz klein geschrieben, Ping, und gibst deine IP-Adresse dahinter ein. Direkt ohne Leerzeichen. Mit Leerzeichen. Ich kann ja Copy-Paste machen hier, ne?
Okay, ja, ja du hast, okay, dann hast du eine Unity Media Standardadresse. Jetzt drückst du Enter. Unknown. Ja, genau, siehst du, das war nämlich das Problem. Jetzt drückst du Pfeiltaste nach oben. Ja. Und machst den Punkt am Ende weg. Okay. Und nochmal Enter. Ah, es läuft. So, jetzt geht's. Was pinkt der denn so viel? 8, 9, 10, 11. What the fuck, wo will der hin? Ich habe keine Ahnung. Also bei mir ist immer so, wenn ich irgendwas Technisches mache, das ist immer irgendwelche. Weil eigentlich müsste der doch eigentlich 0 Millisekunden haben, oder? Bei mir steht minus 1. Also insgesamt. Patrick hört sich an wie ein Hauptschüler. Patrick, das ist Mac OS X. Das ist normal bei Unix. Okay? Genauso sieht es aus, wenn man einen Landwirt mit Technikvertrauen machen will. STRGC, Patrick klingt ein bisschen wie Fortune von der Stimme her. 10er Ping. Hier schreibt einer 10er Ping. Ist vollkommen in Ordnung. Das war genau das gleiche, was. Warte mal. Mono. Mono gerade gesagt hat, klingt von der Stimme her wie Fortune. Das hat Benson, genau das gleiche hat Benson gestern gesagt. Echt? Ja. Ja, Digga, was ist denn jetzt? Ich sehe mein Livestream mir gerade selbst. Das hängt aber schon ein bisschen. Genau. Also ich sehe den Livestream gerade nebenbei auch und YouTube kloppt mir automatisch eine 480p-Einstellung rein. Alles unter 30 ms ist okay. Richtig so. So, jetzt müssen wir warten, bis dein Ping da durchgelaufen ist. Weil bei mir sind das noch Ops und dann ist fertig. Warte mal, jetzt gehen wir hier nochmal auf den Terminal. Du solltest NASA-PCs bauen, wurde gerade gesagt. Ich? Ja, das wäre bestimmt ein voller Erfolg. Was ist denn jetzt hier? Guck mal, Digga, was, läuft das jetzt hier einfach so weiter, oder was? Der sollte eigentlich fertig sein, so wie es aussieht, oder? Kommt da noch mehr? Das, der läuft und läuft und läuft. Lakaschui! 10er Ping ist auch vollkommen in Ordnung, lol. Habe dauerhaft einen 40er Ping, das ist alles okay, Junge. Patrick, wie kannst du so gut flowen? Ich bin nicht mal am Rappen und er kommt. Okay, okay, Ping-Pong. Sifi drückt meist der GC. Also San Diego nutzt seine Technikkenntnisse, damit Jiggy ihm was für die Album-Promo Ja, also auf was warte ich jetzt hier? Ich muss warten, bis das eigentlich der Ping durchgelaufen ist, dass er dir am Ende anzeigt, wie viele Hops er benutzt hat. Verdammte Pisse. Ja. Drück mal STRGC. Also Control C, ja. Ja. Okay. Ah. Und jetzt gibst du ein Tracert, also T-R-A. Ja. C-E-R-T. C-E-R-T, ja. Und dann nochmal deine IP-Adresse dahinter prügeln. Ohne Punkt am Ende. Ohne Punkt am Ende, gell? Genau. Okay. Und jetzt steht das hier. Warte. Command not found. Oh Gott, es will. San Diego heißt also echt doch nicht Dimitri. Jetzt guck mal bitte, was dein OBS jetzt gerade. Schließ mal das Terminal und guck mal, was dein OBS dir gerade erzählt. Inwiefern erzählt? Jetzt gucken wir. Grün 1634, 1670, also er skaliert sich selbst schon mal runter, das heißt, du hast den auf 1500 gestellt. Wow. Oh. Also, warte mal, hast du neben deinem, ich habe gerade gesehen, das ist ein iPhone, hast du neben deinem iPhone und deinem Mac noch irgendwas anderes da drin? In was, wo? Im Internet? Guck deine Freundin nebenbei gerade Netflix oder so? Nee, gerade nicht, aber das kommt schon öfters mal vor, aber im Moment ist gar nichts hier. Läuft keine Blazy, läuft gar nichts. Brainstorming, ich weiß auch was da an. Scheißegal. Alter, das kackt hier. Warum ist das so behindert immer bei mir? Was ist hier los, ey? Das nervt mich echt so ab, Mann. Deswegen Windows. Boah, warte mal, ey, wie kriegst du das? Also OBS leckt bei dir pervers. Also das ist gar kein Ausdruck mehr. Lecken ist da gar kein Ausdruck mehr. Dein OBS kriegt gerade auf allen Vieren. Ja, und liegt das am Mac oder liegt es einfach an meiner Internetleitung?
kannst du dich nicht wirklich verlassen, weil im Endeffekt dein Speedtest dir immer wieder was anderes anzeigt. Bei der Ausgabe, du hängst schon auf 1500 und das leckt immer noch. Keine Sorge, nur er kann nicht sehen, also die sehen dich nicht. Bist du über WLAN oder, genau, bist du über WLAN oder über LAN-Kabel? WLAN. Autsch. Kannst du LAN-Kabel reinkloppen? Brauche ich einen Adapter bei Mac. Ah, Mac, ja, den hast du nicht zufällig, oder? Nee. Lädt ihn bestellen. Gute Frage, KGB. Nein, ich habe offensichtlich gerade genug. Der wird nur schwarz lackiert. Was ist denn schwarz lackiert? Ist das Thorsten oder was? Bruder! LAN-Kabel ist an sich, da hat der Typ ohne Namen, heißt der, Respekt an den Namen, hat übrigens recht, im Endeffekt, im Endeffekt hast du dann eine bessere Latenz und allgemein ein besseres Verfahren. Das Problem ist nur, über WLAN ist im Endeffekt immer das Problem, wir brauchen nur irgendwas dazwischen kloppen. Irgendwas, egal was es ist. Und wenn deine Playsee offline versucht, ein Update zu ziehen, bricht das dein ganzes Internet ein. Weil du hast nun mal, mit Verlaub freundlich gesagt, ein Internet, das ist steinzeitwürdig. Krass. Ja, aber ist es, also, ist 50k, ist meine Leitung steinzeitwürdig oder ist einfach 50k prinzipiell gut, aber das, was bei mir ankommt, steinzeitwürdig? Sag mal so, per speedtest.net kommen ja bei dir 50k an. Das einzige Problem bei dir ist, da du streamst und versuchst nebenbei auf gut Deutsch gesagt Analysen zu schalten, das heißt, du versuchst die Videos, wie auf deinem YouTube-Kanal, versuchst du die Videos zwar nicht zu rendern und dann hochzuladen, sondern du versuchst die live zu analysieren. Dazu brauchst du, musst du aber berechnen, dein normales OBS läuft gut. Sobald du aber ein Video auf YouTube oder in Chrome oder in Firefox oder sonst irgendwas versuchst abzuspielen, sagt dein Internet sich, ich bin ausgelastet, ich will nicht mehr, also skaliere ich OBS jetzt runter, weil die Priorität einfach niedriger sind. Aber warum ist es ausgelastet? Ich kann dir 100 Methoden sagen, das kann an deiner CPU liegen, das kann an deiner Grafikkarte liegen, so da aber dein Stream jetzt gerade, so wie ich das sehe, weil ich habe ja hier nebenbei dein Stream auf dem zweiten Bildschirm laufen. Ja. So, da ist alles flüssig. So, das kann aber einfach nur daran liegen, dass deine Upload-Geschwindigkeit einfach nur der letzte, jetzt zum Beispiel zeigt er bei mir, es lädt, also Stream muss nachgeladen werden. Das liegt an deiner Upload-Geschwindigkeit. Deine Upload-Geschwindigkeit ist beim Stream mit dem Ping das Wichtigste, was du hast. Okay. So, bei dem 1-Speed-Test hast du einen Ping gehabt von 230, das geht gar nicht. Bei dem anderen hast du aber einen Ping von 9 gehabt, das heißt, in dem Moment würde ich mich, was den Ping angeht, auf Speedcheck verlassen, weil 293er Ping kommt mit dem, was man hier jetzt gerade sieht, komplett hin. 9er Ping, da müsstest du, wie als wenn du Vaseline auf deinem PC schmierst, dann müsstest du durchrutschen. Okay. Das geht aber nicht. Das heißt, dein Upload ist kacke, das heißt, die Unity Media Rücksprache halten, ob die einen Upload-Booster haben, oder du wechselst einfach zum Kabel Deutschland, das ist auch, glaube ich, wesentlich günstiger. Du brauchst Upload von mindestens 6K. Er hat aber nicht mal einen Upload von 1-2 MB. Ja, hier sieht man doch noch. Hier, Leute, achso, kannst du auch mal im Spiel gucken, hier sieht man es doch. Ist das vielleicht das WLAN im Router selbst gedrosselt? Nee, Mac sendet standardmäßig auf, schaltet sich selbst auf 2,4 und 5 GHz. Das sucht sich das Netzwerk selber raus. Jetzt zum Beispiel bewegst du dein Handy bei mir gerade im Stream und deine Kamera sieht aus, als würdest du gerade Minecraft auf schlechtester Grafik spielen. Echt jetzt? Ja. Alter. Ja, aber was ist denn? Gibt es da so normale, so Normwerte, sage ich mal, wenn ich eine 50K-Leitung habe, ne? Und ich komme so ungefähr bei einem Downloadwert von 50K raus. Was ist der normale Uploadwert dann? Ja, aber warum habe ich dann nur 2, Alter? Da müsste ich aber Unity Media anrufen und sagen, ey Leute, hier stimmt was nicht. Ja, Moment, Tochter pennt, ich muss meine Kippen holen. Also, der Hauptgrund ist, erklärt sich ziemlich simpel, wohnst du in einem Mehrfamilienhaus oder wohnst du allein in einem Haus?
Wir wohnen, das ist so, ja, so eine Art Block. Also wir wohnen. In einem Mehrfamilienhaus, wo mehrere Parteien in einem ja, Block. Ja, ja, ja. Genau. So, und jetzt musst du das Ganze einfach mal systematisch betrachten. Der Hauptverteilerkasten sitzt irgendwo bei euch an der Straße. Irgendwo Straße, Feld, Keller, wie auch immer. Du bist aber nicht der Einzige, der über Unity Media diese Leitung bezieht. Das heißt, wenn jetzt unter dir jemand meint, er müsste YouTubes gerade auseinanderkloppen, kommt bei dir nichts mehr an. Wenn du jetzt angenommen in der obersten Etage wohnst, der ganz unten kloppt sich YouTubes gerade zu, kriegst du die Restleitung ab. Jetzt will er auch noch Gigi's Adresse. Nee, ich will Gigi nicht stalken, weil ich das selber kenne. Und es bringt mir nichts, ihn zu stalken. Für mich ist Gigi ein normaler Mensch, wie jeder andere auch. Klar, er ist auf YouTube heiß gehypt, aber mir bringt mir nichts, ihn zu stalken. Scheiß doch auf sowas, Dicke. Das ist scheiß doch drauf, wenn da jemand sowas sagt. Ja, also wäre eigentlich das Beste, wenn ich meinen Internetanbieter wechsle. Wechseln dauert wieder. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie du damit gerade gehypt bist, weil ich auch nichts wissen möchte, was du gerade an Projekten am Laufen hast, weil. Wenn du in dem einen Video, was ich vorhin angeguckt habe, mit Herrn Kuchen wirklich was veranstalten solltest und ihr macht das bei dir und du brauchst dann das Internet, um die Scheiße hochzuladen, ist schlecht zu wechseln. Wenn er das dann bei sich macht und du, sag ich jetzt mal, Features da irgendwas, kann er das bei sich zu Hause machen. Naja, ich bin ja auch in Aschaffenburg oft. Also ich bin ja oft in Aschaffenburg. Ist ja nicht so, wenn ich jetzt hier ein, zwei Wochen kein Internet hätte, dann wäre das natürlich scheiße. Aber das wäre jetzt nicht so, dass ich dann alles komplett an den Nagel hängen müsste. Wie lange hast du für die Runde gegen Psycho gebraucht? Was habe ich denn mit Psycho zu tun? Ich höre den Typen nicht mal. Ich höre im JBB nicht die ganzen neuen Idioten. Ich höre mir nur bestimmte Leute an. WLAN ist auch halt absolut ungeeignet zum Stream, Jiggy. Richtig. Auf WLAN greifen viel zu viele Leute zu. Richtig. Das heißt, die Frequenzen überschneiden sich und ziehen sich quasi gegenseitig die Leistung weg. Das meinte ich gerade mit dem, einer prügelt sich YouTube rein, der andere guckt sich wahrscheinlich NASA TV okay. an und du sitzt da. Aber das hätte ich ja auch, das Problem hätte ich ja auch mit Kabel. Mit Kabel hast du einfach, du musst dir das vorstellen, dein Router steht angenommen zwei Räume weiter von dir. Das heißt, das Signal, das WLAN-Signal muss durch die Wände durch. Hier ist der Router, Digga. Okay, das ist jetzt gerade ziemlich verwirrend. Priorität einstellen, das hilft schon. Ja, das bringt ihm aber auch nicht viel, wenn sein Router backsteinmäßig nicht viel sendet. Aber die Sache ist, wenn ich online FIFA zocke, oh, man hat dich, glaube ich, gerade im Stream gesehen. Digga, das war keine Absicht, Alter. Was hat man im Stream gesehen? Ich glaube, man hat dich gerade ganz kurz gesehen. Ich weiß es nicht mehr genau, ich habe mein Handy eben. Keine Ahnung, war keine Absicht. Das ist nicht schlimm. Wenn ich FIFA zocke im WLAN, dann leckt es, dann habe ich so Speedlags immer drin. Dann macht es auch manchmal so ganz kurz so Stock, dann tat und dann rattert es durch so. Und wenn ich deswegen. Also wahrscheinlich, wenn du bei FIFA läufst, steht der Spieler und macht so ein. Ja. Ist auch immer weg. Ja. Das ist wieder Upload, weil Upload ist simpel erklärt. Jedes Signal, was du sendest, lauf. Ist ein Signal, was über Upload gesendet werden muss und dann wiedergegeben werden muss. Das heißt, wenn ein Upload scheiße ist, können die Signale im Spiel sowieso ganz extrem nicht gesendet werden. Also, ist eigentlich so de facto festzuhalten, ich muss mir hier ein Kabel, ich muss das alles mit Kabel machen, ich muss mir einen Adapter, einen Kabeladapter für einen Mac holen und ich muss bei Unity Media anrufen und sagen, ey, ich brauche so einen Upload-Booster. Schon mal bei der Telekom, bei 1&1, bei Leck mich fett, Unity Media war ich nämlich auch schon, die haben sich eine Woche behalten, dann bin ich wieder weg. Ja, Unity Media ist auch Rotzekacke, ist wirklich so, ja. Der Typ ohne Namen, was ist jetzt mit einem WLAN-Verstärker, Patrick? Das würde ich ihm nicht bringen, weil sein Router steht in dem Sinne fast unter seinem Arsch. Mein Router, Leute, steht hier neben mir. Der steht wirklich genau neben mir einfach. Der Router steht schräg unter ihm. Das ist mir, wenn ich jetzt meinen Boden zeige, mein PC, sein Router steht da. So gesehen. Das bringt ihm aber im Endeffekt nichts. Ja. Das heißt, ein WLAN-Verstärker rate ich sowieso jedem von ab, weil ich immer einen in der Küche sitze und dadurch ist das Internet mal die Hälfte gedrosselt. Was du versuchen kannst, ist wirklich, ruf bei Unity.
Wikimedia an, frage, ob die dir irgendwie entgegenkommen. Ansonsten, so scheiße wie es klingt, wechsel den Anbieter. Ja, Mann. Der Typ. Oh nein! Okay, ja, Digga. Dann, ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir. Ich habe jetzt deine Nummer auch schon eingespeichert. Es könnte sein, dass ich für Rückfragen dich nochmal kontaktieren werde. Jederzeit gerne, kannst du gerne machen. Keine Sorge, Nummer bleibt bei mir separat. Ich habe auch von, sagen wir mal, an dann JBW-Leuten die Nummer, die habe ich in einer eigenen separaten Gruppe gespeichert. Das von wem dann? Kommt auch. Was? Von wem hast du noch Nummern? Das verrate ich jetzt nicht. Also sagen wir mal so, ich habe mit Benson ziemlich viel Kontakt. Mit Benson? Der Typ ist privat genauso drauf wie in seinem Video. Ja, okay, in seinen Videos ist er ernst. Im wahren Leben ist er voll verklatscht. Das finde ich total geil. Ich liebe es, wenn Leute total an einer Waffel haben. Ja. Warum schreiben wir alle, hier ist jemand am Fenster, was wollen die von mir? Weil die dich gerade verarschen wollen. Jackie, hol dir mal so einen Adapter. Believe in me, du wirst erstaunt sein. Was für ein Adapter soll er sich holen? Soll er sich einen Bild? Die meinen, dass ich mir so einen Adapter hole, um es mit Kabel zu machen wahrscheinlich. Oder einen WLAN-Verstärker. LTE ist am besten. Ja, kannst du machen, aber das bringt dir... Leute, ihr müsst das Ganze so sehen. Wenn Jiggy sich jetzt einen Adapter holt, der Apple ist sowieso überteuert, weil es Apple ist, du bezahlst den Namen größtenteils 90% mit. Der Adapter lässt 30 Euro kosten. Dann hat er 30 Euro ausgegeben und sein Internet ist trotzdem absolute Untertransnutten-Scheiße. Ja. Warum sich nicht, Julian? Ja, egal. Das bringt dir aber im Endeffekt nichts, wenn dein Internet so bescheuert ist, dann hast du einen 30-Euro-Adapter und dein Internet ist trotzdem für die Katz. Ja, nee, also, ich versuche das jetzt erstmal. Die Sache ist, bei Unity Media kann ich bestimmt erst in einem Jahr oder so wieder kündigen. So, das ist doch immer so. Ja, Moment, nee. Du kannst. Das ist aber wieder eine Sache, das musst du separat absprechen. Die halten sich an ihre Richtlinien. Kennst du dich aber in der Materie ein bisschen aus? Tue ich aber nicht. Schaffst du auch einen nahtlosen Übergang? Es ist möglich, einen nahtlosen Übergang zu schalten. Das heißt, du müsstest bei einem neuen Anbieter anrufen, denen die Sachlage erklären. Die könnten dann sagen, du kündigst dein Internet zu Datum X und wir schalten dich ab Datum X, also an genau dem gleichen Tag, einen Tag später, schalten wir dich frei. Ja, das meine ich aber nicht. Ich meine, wenn ich jetzt in einem Jahr oder so erst kündige, dann habe ich das Problem ja noch ein weiteres Jahr jetzt, weißt du? Also, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, weil... Ich kenne mich damit nicht gut aus. Ruf bei Vodafone an. Sag, du möchtest eine 200K-Leitung haben mit einem 50K-Upload-Booster. Da bezahlst du fürs Internet. Nur für das Internet holst du dann diese Fritzbox dazu. Holst du dir diesen Fritzbox-Router. Du bezahlst für das Internet im ersten Jahr 19,99 € für die 200K-Leitung. Da hast du aber Standard nur 12 MB Upload. Sicherheitshalber, da du ziemlich viel mit deinen Analysen machst und Videos auf YouTube hochladen, lass dir sofort diesen Upload-Booster von 5K mitgeben, dann bist du im Endeffekt auf der sicheren Seite. Wenn du ihn mal brauchst, dann hast du im Endeffekt alles. Dann bezahlst du für beides zusammen 25,99 €. Dann bist du mit 26 Euro und hast ein perfektes Internet. Weil bei Vodafone läuft das so, da kann sich das ganze Haus von mir aus einen Pornoarm machen, da eine Orgie feiern und sich alleine abschlackern. Und du hast trotzdem dein gutes Internet, weil bei Vodafone geht nicht so viel flöten. Also ruf bei Vodafone an, also bei Kabel Deutschland ist das dann in dem Fall, also sagst du, willst du Kabel Deutschland wechseln, die sollen dir nahtlosen Übergang verschaffen, weil du musst sagen, du bist YouTuber und lebst davon. Dann wissen die sofort, was gemeint ist. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist dahingestellt. Und dann sagst du den ganzen Tag, Geist, du brauchst nahtlosen Übergang. Du brauchst so, du musst so wenig wie möglich ohne Internet dastehen. Hier schreiben gerade viele, dass du Quatsch redest, aber was ist, verstehe ich nicht. Weil also für mich klingt es schon eigentlich alles gut, was du sagst. Hier schreiben manche, der war schon Techniker bei mir, der hat alles durchgemessen und die sagen, ist gut. Wenn der mit seinem Kabel an meine Dose hier geht, dann kommt hier gutes Signal an. Ja, das ist normal, weil das bei denen besser ist, weil die benutzen nämlich ein eigenes System.
So, wenn aber das eigene System, was die auf dem Rechner haben, von Vodafone Unity Media selbst, angeschlossen wird, ist ja normal, dass die ungebremst sind. So klingen immer die Callcenter, die eine Leitung anlegen wollen. Ja, was für Leitung anlegen? Ob er jetzt bei seinem Anbieter, sagen wir mal, 30 Euro im Monat bezahlt oder ob er wechselt und dann eine bessere Leiter, das ist da. Ja. 50 erreichen sind Stream. Was für Abo-Fahrten? Es geht nicht um seine 50k Download, es geht um seine Upload-Geschwindigkeit. Ja. Geht also mit seinem Kabel. Patrick ist eigentlich Vertreter. Klar, ich habe auch nichts Besseres zu tun, als in meinem Leben Vertreter zu spielen. Also, ich glaube, wir beenden das jetzt mal. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal gut aufgestellt. Ich vertraue dir da, muss ich echt sagen. Ich werde auf jeden Fall mal jetzt bei Unity Media anrufen. Bei irgendeinem Anbieter. Oder ich erkundige mich einfach mal ein bisschen, wo es hier gerade in Sachen Upload gute Werte gibt. Und muss mich da mal ein bisschen hier umhören und irgendwas diesbezüglich tun, Mann. Weil so kann es wirklich nicht weitergehen. Es ist nervig ohne Ende so. Ja, es ist für dich halt ziemlich auch leggy und für deine Leute, weil die Zuschauerzahlen pendeln hier gerade mega hoch. Ich gucke mir das ja nebenbei alles mit an. Es ist immer das Problem, du sitzt im Endeffekt da und weißt selber nicht, was du machen sollst. Weil du selber versuchst, einfach nur nahtlosen Stream rüber zu ballern und im Endeffekt klackt dir alles ab in dem Moment, wo du es eigentlich nicht gebrauchen kannst. Wenn ich jetzt hierzu noch ein Video anmache über meine Monitoraufnahme, ne, dann kackt alles ab, oder? Probieren geht über Studieren. Mach's an und guck, was dein OBS dir verrät. Dein OBS ist gerade dein heiligster Verbündeter. Okay. Sag mal, ich höre. Ich mach keinen Opport und ich kann das zwar. Nein. So. Yeah. So, Freunde, jetzt versuchen wir das mal. Jetzt machen wir einfach mal Mucke an. Yeah. Das ist deine Crew und du Loser nix mit. Yeah. Mal gucken, was sagt mir denn jetzt OBS. Moment, ich bin zu dicht. Adoptier kleine Schwestern und Zeug im Inzest. Kids, ich bin nicht so der Typ für den Dancefloor. Ich wüte mit Gangs vor der Tür und avanciere prügeln zum Trendsport. Deine Crackhau kommt mit wahnhaftem Blick zu mir und sagt Hallo, bevor ihr neuster Zahnbelag Wichse wird. Du hast den Arsch einer Britney Spears. Ich fick dich 4 Tage und Nächte. Mit Kontakt. Ja, mag ja sein, dass du IT-Studierst und du bist auch jetzt gerade super der Held für mich. Aber es bringt mit seinen Pink Spikes einfach nicht. Und wie gerade schon jemand geschrieben hat, Currency Blade hat recht. Im Kreis Frankfurt haben die damit Probleme. Okay, jetzt weiß ich schon mal, wo der sitzt. Aha, Stalker. Telekom ist sehr teuer. 1&1 kann man natürlich auch empfehlen. Aber 1&1 vertraue ich wieder nicht drauf, weil ich halt persönlich am besten Erfahrung mit Kabelanschlüssen gemacht habe. Audioflüssig Video nicht genau, das war auch, wo ich das erste Mal reingeballert bin, habe ich das auch gesehen, das Video leidet. Und es leidet. Also, ey, ich glaube, wir beenden das jetzt hier mal, weil ich sehe auch, jetzt habe ich gerade, ich meine, meine Toneinstellung ist auch scheiße, habe ich gerade selber gehört. Da muss ich irgendwas noch lauter machen, Moment mal, erweiterte Einstellungen. Dann mach ich jetzt hier einfach mal 200 überall. Audio, Ausgabe, Aufnahme. Ja, die Audioausgabe musst du separat einstellen. Wenn du das über Kopfhörer laufen hast, musst du es anders einstellen, als wenn ich das über Studiomonitore laufen habe. Ja, aber die Sache ist, es geht ja darum, was ihr als Bildschirm, was ihr über meinen Bildschirm hört, was ihr an dem nicht wie laut ich bin, sondern, oder wie laut es bei mir ankommt, sondern wie laut es bei euch ankommt, meine Bildschirmaufnahme, ja. Weißt du? Warte mal, ich stelle dich mal auf 720p, wenn der das anzeigt. Also deine Audioausgabe muss... Deine Audio-Ausgabe von der Aufnahme ist nicht ausschlaggebend. Was du brauchst, ist deine Desktop-Audio. Stell mal deine Desktop-Audio auf ja. 175 beide. Warte mal, jetzt bin ich gerade komplett wieder raus. Warte mal. Hier, Audio-Ausgabe-Aufnahme. Da gehe ich auf erweiterte Audio-Einstellungen. Jetzt bist du auf deinem Bildschirm. Genau, da gehst du dann unten auf das Rädchen. Ja, ich sehe, dass jetzt alles wieder voll sind. Ja. Sunflower, schieß mich tot.
Na, Audio, Eingabe, Aufnahme, genau. Und da stellst du dann die Desktop-Audio ein bisschen höher. Guck mal, du kannst auch aufs Handy gucken, Digga, da sind wir synchron wenigstens. Ah, jetzt sehe ich dich wieder. Ich nehme mal Desktop-Audio 2 auf 200. Ja. So, und dann stellst du dein Mikro einfach mal, wir testen jetzt mal auf 75. Mein Mic, 75, ja. Genau, jetzt drückst du mal auf Speichern. Ich kann nur schließen, ja. Genau, und jetzt versuchst du es nochmal abzuspielen und guckst, was die Leute dazu sagen. Ich mach mal nebenbei mit Ton an. Okay. Wie sich das anhört, wenn Musik laufen ist. Dr. Jotta, ich rapp einen 16er in der Kirche und Gott ruft nochmal. Manchmal tut es gut, den Chef zu markieren. Und sollte der nicht da sein, piss ich direkt vor die Tür. In Bezug auf Körpersäfte bin ich extrovertiert. Und um mich aussaten zu können, yeah, die Dopes-Fucker in dem Biss. Guck mich an, Holmes, ich trag jetzt dein Budget an meinem Wrist. Was hatte ich, was? Hast du in YouTube, nee, hast du diesen Lautstärkegerät, hast du den runtergestellt? Komplett auf volle Pulle, Alter. Dann stell mal bitte deine Desktop-Audio jetzt mal auf 300. Am Upload vielleicht 3, 4. Hä, wo bist denn du gerade? Guckst du nochmal, hast du zurückgespult oder was? Bei deiner Audioeinstellung wieder. Hack der, wenn deiner Mikro schon ein Stück lauter gewesen gerade. Jetzt wächst wieder, mach mal Fortune an. Was habt ihr alle mit so, jetzt muss ich mir mal kurz. So, also, ich mache die Desktop-Audio auf 300, ja? Einfach mal versuchen. Gucken, was rauskommt. Okay. Ficker, was Sache ist, Boy. Pimp Track, Bitch. Yeah. Yo, der Typ, der mehr Flows als Red Cafe hat, führt den Escalade-Truck ganz relaxed durch die Stadt, hupt den Haus hinterher. Rockt nicht zu lang, es holt er sie rein. Okay, test nicht. Lifestyle. Okay. In Bezug auf Körpersäfte bin ich extrovertiert und. Ja. Lifestyle. Also, jetzt muss ich mir so fucking normal, also, ich boah, meine Stimme ist ja immer noch viel zu laut hier, Alter. Ich kann das jetzt gerade noch nicht hören. Mucke noch lauter. Ja. Okay. Ficker, was Sache ist, boah. Na komm, bei mir spielst du gleich Pimp was ab. Bitch. Yeah. Yo, der Typ, der mehr Flows als Red Cafe hat, führt den Escalade-Truck ganz relaxed durch die Stadt, hupt den Haus hinterher. Rockt nicht zu lang, es holt er sie rein. Okay, test, nächste. Lifestyle. Okay, ich mach's jetzt noch lauter. Meine Stimme erscheint mir auch extrem laut, muss ich sagen, so, aber Mucke noch lauter. Erweiterte Audio, da mach ich jetzt 400, Alter. Oder soll ich direkt einfach 500 machen, dann ist Ruhe. Ich mach 350, probiert aus. Wir haben doch aber gerade, also ich fand den Unterschied jetzt von 200 zu 300 nicht so krass, muss ich ehrlich sagen. Ich mache jetzt mal 400 und Audioausgabe von meinem Mic mache ich mal ein bisschen runter, oder? Das ist mega laut, Alter, oder? Egal. Das Mikro selber ist nicht das Problem. Das kannst du im Nachhinein dann ganz langsam runterdrosseln. Aber lass mal die Desktop-Audio beide auf 400. Und lass das Mikro bei 75. Okay, warte mal. Beide auf 400. Ja. Ich bin gerade am Telefonieren. Patrick, warum ist mal wieder eine Happy Beckmann-Feature? Yo, Patrick, der IT-Dino, was für eine Ehre, okay, mit ihm zu reden. Was? Baller mal 500, das ist doch Fortune. Ich bin nicht Fortune. Sure. Ja. So, oh, was mache ich denn jetzt? Ich will, lass den Stream einfach laufen. So, ich versuche es jetzt nochmal, Freunde. Test Nummer 46. Drink, Bitch. Yeah, das sind KK und JAW. Haus reisen nur aus München an, um meinen Cock zu sehen. Pimpsy von UGK. Homeboy, deine Crew ist fake. Ich glaub, du hast da was verwechselt, man.
Pimp sein heißt nicht, sich zu kleiden wie ein Gay, yeah. Und ich schick deine Hoe auf den Table, denn ich hab für billig wirkende Bitches in Fable. Ja, doch sie kriegt leider nix hin wie Jottas Ex-Label. Zu viele wacke Hoes, ist es immer dasselbe. Auf dem Table, denn ich hab für billig wirkende Bitches in Fable. Ja, doch sie kriegt leider nix hin wie Jottas Ex-Label. Zu viele wacke Hoes, ist es immer dasselbe. Das ist schon gar nicht, ey, ganz im Ernst. Mach Audio auf und das Mikro ist zu laut. Ey. Das Mikrofon stellst du wieder ein Stück runter. Da haben wir jetzt schon recht. Das Mikrofon, das kommt mir, das fliegt mir ja selber der Kopf weg, Alter. Das Mikrofon stelle ich jetzt mal. Mach das Mikro auf 50. Ja, auf 50. Und die Wurfpop-Audio ist auf 450 und dann nochmal probieren. Ja, aber dann haben wir eigentlich, okay, dann haben wir das eine Problem gelöst, aber es leckt ja dann trotzdem scheinbar noch wie Sau alles, oder? Weil wir. So, nächster Test. Fucker in dem Biss. Homes, ich trag jetzt dein Budget an meinem Wrist. Yeah, es ist Zuhälter-Shit, Mann. Ich diss deine Crew und du Loser, nix miss. Yeah. Guck mich an, Homes, ich trag jetzt dein Budget an meinem Wrist. Yeah. Ich trink den Shit, my man, ich bin so dicht. Adoptier kleine Schwestern und Zeug im Inzest. Kids, ich bin nicht so der Typ für den Dancefloor. Ich wüte mit Gangs vor der Tür und avanciere prügeln zum Trendsport. Deine Cracker kommt mit wahnhaftem Blick zu mir und sagt Hallo, bevor ihr neuester Zahnbalag Wichser wird. Ich wüte mit Gangs vor der Tür und avanciere prügeln zum Trendsport. Ja, warte mal. Deine Cracker kommt mit wahnhaftem Blick zu mir und sagt Hallo, bevor ihr neuester Zahnbalag Wichser wird. Ich finde das trotz. Yeah, es ist Zuhälter-Shit, Mann. Ich diss deine Crew und du Loser, nix miss. Yeah. Also, ich finde, dass das Mic immer noch zu laut ist. Du benutzt wahrscheinlich XLR-Mikrofon, ne? Ne, ich benutze gar nichts. Ich benutze hier meine Schmodder-Standard-Mikrofon von Mac. Ich habe hier gar nichts, also das ist alles, bei mir zu Hause bin ich gerade und da ist es nicht so professionell wie in Aschaffenburg, wenn ich da im Studio bin. Da benutzen wir schon auf jeden Fall professionelleres Equipment, ja. Und hier zu Hause, ja, muss ich mich halt rantasten. Also ich habe ein Mic hier sogar zu Hause, aber ich müsste halt auch erstmal so meinen Raum hier generell abdichten, weil das Mikrofon ist an und für sich nicht schlecht, aber der Raum ist halt hier komplett hallig, so, das ist das Problem, weißt du? Was hast du, wenn man fragen darf, XLR oder USB? USB. Was hast du da? Samsung C110 oder so? So ein Vivo und SC440. Warte mal. Ich hab this one hier. Aber was genau? CO1U. CO1U. So, irgendwas hatte ich gerade im Kopf hier. Genau das da. Brauchst du eigentlich gar nicht. Ach so. Ach du. Ne, USB Studio Condenser. Nee. Ich hab ein anderes. Was ist das? C01U? Ja, und das habe ich auch, ja. Also hier siehst du ja, warte mal. Hier. Oh, geh mal ein Stück zurück. Hast du diesen Kopfhöreranschluss da unten auch? Nee. Nur dann hast du danach so eine kleine abgewandelte Version. Ich hab bestimmt wieder die Schmodder-Version. Ach was? Ey, ich kann mir das schon selber holen. Schon korrekt von dir, Digga, aber. Also, ihr seht, es hängt an allen Ecken und Enden.
Schon korrekt von dir, Digga. Wir haben auch rabiat an Zuschauern verloren. Chigi, lass das einfach, es soll nicht sein. Ja, manchmal bin ich auch so ein Freund, der sich dann denkt, irgendwann so, echt jetzt so. Hey, das muss man ihm aber zugute halten. Chigi versucht alle, auch während er spielt, damit das funktioniert. Ja, ich will auch, weil ich darauf Bock habe. Kann ich mir vorstellen. Das Problem ist, du sitzt da in einer Zwickmühle, aus der du nicht mal eben wieder rauskommst. Ja, naja, also, es hängt einfach an zu vielen Ecken, aber ich krieg das hin, Alter, Leute. Ich krieg's hin, auf jeden Fall, ohne Spaß. Und ja, Digga, ich muss jetzt... Die Leute, die gesagt haben, ich wäre Fortune, wenn ich höre, wie Fortune klingt, so klinge ich safe mal nicht. Warum hast du bei mir so ein Pervers-Delay, ey? Ja, Digga, also, ich muss jetzt mal eine Kippe rauchen, hier kurz abschalten. Es könnte sein, dass ich dich später nochmal anrufe. Ich probiere hier noch ein bisschen weiter. Also anrufen kannst du jederzeit. Wenn ich mal nicht rangehen sollte, musst du am besten einfach triggern, weil ich habe zwischendurch, weil ich habe hier noch vier Kinder rumrennen. Vier Kinder hast du? Meine Verlobte hat vier Kinder. Mein erstes kommt jetzt in 3 Tagen. Na, fleißig unterwegs. Ja, also auf jeden Fall, wenn du Probleme mit dem Rechner oder sonst irgendwas hast, kannst du gerne jederzeit anrufen. Wie gesagt, ich baue die Dinger größtenteils so selber. Also okay. Ich kann dir aber im Ganzen empfehlen, Mac ist gut, steig auf Windows um. Warum schreiben jetzt hier gerade alle, Larry, warum, es läuft doch. Ja, es läuft, aber es läuft doch scheiße, oder? Das ist ausreichend. Ich gucke mir jetzt nochmal gerade ein Video an. Ich gucke mir jetzt gerade einfach nochmal ein Video an, natürlich am besten eins von mir, wo ich auch ein bisschen mitrappen kann, so. Damit das, also richtig mit... Timatic? Chigi Part, Timatic. Wenn ich das eingebe, ist es gleich das erste Video. Was, Chigi Part? Hat er? Ich gebe jetzt... Was hast du? Das ist ja echt krass, Alter. Das ist ja krass, wenn man. Das ist ja echt krass. Okay, warte, ich mach hier mal kurz. Ey, du kannst nicht mal deine Homies auf den Drink einladen, denn du machst kein Business. Drum mach hier nicht auf Hengst, nur weil deine Freundin ein Schimmel ist. Flipp ich aus, dann. Was? Wird schwer wie deine Frau, wenn sie erkältet ist. Bitte? Du hast gerade unten ein separates Video gehabt, wo nur dein Part drin ist. Das hat irgendjemand separat mal hochgeladen. Ich bin doch gerade da. Das ist ein 5-Minuten-Part. Dann haben sie den wahrscheinlich immer wieder ineinander getriggert. Warte, jetzt muss ich gerade nochmal machen. Ah ne, ich kann ja hier einfach zurückspulen. Warte mal. Guck mich an, Home, sich generell abdichten, weil... Was denn jetzt? Bist du aus der... Was? Was, Chigi-Part? Das ist ja echt krass, Alter. Das ist ja krass. Das ist ja echt krass. Okay, warte, ich mach hier mal kurz. Ey, du kannst nicht mal deine Homies auf den Drink einladen, denn du machst kein Business. Drum mach hier nicht auf. Ey, Leute, erzählt mir, was ihr wollt, ne? Aber meine Stimme ist noch viel zu laut, Alter. Jetzt mal real Rap. Meine Stimme ist gut. Viel zu laut. Aber übertrieben zu laut, Alter. Dann mach das mal ganz simpel. Lass dein Mikro auf 50 und hau die Desktop-Audio mal auf 650. Aber ich halte mir die Ohren zu. Okay. Ups, jetzt bin ich wieder... Aber ich muss mal einmal Props geben. Zwischen deiner Stimme und deiner Rap-Stimme ist fast kein Unterschied. Zwischen der Redestimme, meinst du? So wie du gerade redest. Okay, beim Rappen, klar, ist normal, habe ich auch. Geil. Du drückst halt die Stimme mehr ab, aber man hört keinen Unterschied. Du klingst genauso wie, als wenn du rappst. Geil, das freut mich sehr. Also, Digga, jetzt beide Desktop-Audios mache ich jetzt auf 650. Also, weil, hör doch mal, wenn man... Ja, also Leute, Ohren zu halten. Nee, jetzt, Leute, aber warte mal, jetzt guck ich mal, ob hier jemand... Also, Digga, jetzt beide Desktop-Audios mache ich jetzt auf 650. Und hau mal die Audio-Ausgabe auf 300. Wo? In den Einstellungen. Ja,
Die Audioausgabe Aufnahme. Patrick, du klingst, ja genau. Patrick, du klingst auch wie in deinen JBB-Runden. Ich hab doch nie beim JBB mitgemacht. Ich halte von dem ganzen Scheiß nichts. Wenn der Schimmel ist, flipp ich aus, dann... Was? So, nächster Test, Freunde. Pass nur auf, dass das von deinen Freunden niemand erfährt, dass du King bist. Aber dieser Blubby ist kein Hai, sondern ein Blindfisch. Fuck, Digga, du hast nichts zu melden, aber fühlst dich wie ein Mann. Hast du die Zügel in der Hand? What the fuck, jetzt hört man nicht gar nicht mehr. Wird schwer wie deine Frau. Die Zügel in der Hand. Die Zügel in der Hand. Ey, das kann doch nicht so schwer sein, Leute. Ja, aber übertrieben. Dreh mal deine Kamera, bitte. Ich komme so nicht zurecht, ey. Ich sehe das alles über 3 Millionen Ecken versetzt. Jetzt geh nochmal bitte, denkst du an Jeremy? Achso, ja. Shelly. Guck mal, ich kann doch auch hier einfach mal... Hallo, 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 die kann einfach mal runter. Hallo, 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 hallo. Guck mal, so ist sie voll. Aber ich kann aber auch generell halt hier mal in den Einstellungen. Ups, scheiße, jetzt haben sie es gesehen, Alter. Ihr verdammten Bastarde, Alter. Ihr verdammten Bastarde. Ich werde euch alle killen. So, guck mal jetzt hier. Jetzt sehe ich hier bei Eingabe, blab, 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 Mikrofon, wie laut das ist. Jetzt kann ich auch hier mal runter machen einfach, weißt du? Eingang Lautstärke. Ja, 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 ja. Okay. Genau. Geh mal oben mal Ausgabe drauf. Ja. Da kannst du wieder nichts einstellen. Ich werde euch alle killen. So, jetzt nochmal der Test. Okay? Käse knacker in kochendem Wasser, ich bin Survivor. Und bevor ich mir deine Jacke klaub, haut von deinem Körper und mach einen Parker draus. Besser ist, du sagst jetzt kein Ton. Ich weiß, du wärst gerne Johnny, doch bist nur Depp sein Sohn. Das hat echt einer genug. Geil, so. Besser ist, du sagst jetzt kein Ton. Ich weiß, du wärst gerne Johnny, doch bist nur Depp. Ja, 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 ja. Okay. Ich bin warte mal kurz. Ja. Jetzt nochmal der Test. Warte mal kurz, Digga. Kochendem Wasser, ich bin Käse knacker in kochendem Wasser, ich bin Survivor. Und bevor ich mir deine Jacke klaub. Ey, erzählt mir, also sag mal, für mich, wenn ich das hier höre, ne, ist meine Stimme zu laut. Immer noch. Also, ich mache jetzt das Mic nochmal. Besser, du bist jetzt ein Kondom. Immer noch viel zu laut. Ja, es ist zu laut, Alter. Es ist, ich mache es jetzt einfach, es ist mir jetzt scheißegal. Ich mache das jetzt hier, ich mache das jetzt einfach hier mal 20 dB leise, Alter. Das ist mir komplett egal. So. Nächster Versuch. Schimmel ist, flipp ich aus, dann überlebst du es nicht, denn mich zu ficken wird schwer wie deine Frau, wenn sie erkältet ist. Bäh, Digga, das ist wirklich pervers. Pass nur auf, dass das von deinen Freunden niemand erfährt. Denk ruhig weiter, dass du mich aus, dann überlebst. Du bist immer noch. Haut vor deinem Körper, lebst du es nicht, denn mich zu ficken wird. Was ist das? Ja, guck mal, Digga, ich habe 3 Möglichkeiten, es einzustellen. Und ich mache über. Entweder gehe ich hier. Guck mal. Gehe ich hier. Hast du sowas hier? Separaten Lautstärkenmixer? Das ist ja. Ja, das ist ja das hier, wo ich schon drin war. Hier. Warte mal, ich drehe mal die Kamera. Hier, das da, Digga. Guck mal. Das hier. Sowas habe ich doch nicht. Aber guck doch mal. Gesamtlautstärke, okay. Warum, wenn runter, das gibt's doch gar nicht, Alter. Ich mach das jetzt mal so asiro. Ich mach's jetzt. Es sind immer einfach noch 115 Zuschauer. Ich kann jetzt nicht. Leute, dass ihr euch das hier reinzieht,
Ihr habt die komplette Kontrolle über euer ganzes Leben verloren. Mama, ich bin im Internet. Das habe ich gerade auch schon gelesen. Ich kann jetzt nicht. Besser beides lauter. Wenn Schiller hat gewonnen. TED, das ist doch nicht Nevis. Ja, danke schön. Als wenn ich fucking Nevis bin. Larry, warte mal kurz, ich schreibe. Larry, du schreibst mir ja gerade, ne? Ja. Ach so, du musst gleich weg, okay. Aber du siehst doch, Larry, guck mal. Das, Digga. Nee, nicht du, ich meine den Larry. Ich rede gerade mit jemand anderem, der auch hier mit meinem Management. Guck mal, Larry, wenn du das jetzt siehst, du siehst doch jetzt hier, dass ich hier bin und hier ist Ein- und Ausgabe. Ja? Du siehst doch hier, dass das die Eingabe von ist. Jetzt ist sie so assi minimal, ich muss es jetzt nochmal probieren. Es ist wirklich so, Video lauter, du Landwirt. Video lauter, nicht Mike leiser. Okay, es kann auch sein, ich probier's trotzdem nochmal ganz kurz. Du King bist, aber dieser Blobi ist kein Hai, sondern ein Blindfisch. Fuck, Digga, du hast nichts zu melden, aber fühlst dich wie ein Mann, denn in deiner Beziehung hast du die Zügel in der Hand. So, Test Nummer 46. Wer wie deine Frau, wenn... dich wie ein Mann, denn in deiner Beziehung hast du die Zügel in der Hand. So, Test Nummer 46. Wer wie deine Frau, wenn... Das ist immer noch zu... Ich drehe bei sowas wirklich durch. Ich verstehe nicht, warum es da immer so behindert sein muss, Alter, ehrlich. Laut deiner Aussage hast du das Video schon auf volle Pulle laufen. Ja. Ich hab's jetzt. Ja, ich kann's dir zeigen. Guck in den Stream. Das muss ja gleich bei dir ankommen. Hier voll... Ne, jetzt... Oh, jetzt ist es ganz laut. Hoppala. Aber es war die ganze Zeit ganz laut, Alter. Ich schwör's auf alles. Ja! Minus 91, Digga, hier. Bap, 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 wenn das normal ist, Alter. Bei mir hast du den Stream gerade lauter gedreht. Und dann kam das aber auch lauter über. Ja, ich weiß, geh mal bei deinem OBS in die Einstellung. Ja, warte mal. Hier, you see. Welche? Die normalen? Die hier? Die normalen Einstellungen, dann gehst du mal auf Audio. Warte mal, hier in die meinst du, ja? Genau. Und jetzt gehst du auf Audio. Ja. Und deine Kamera ist leider ganz bösartig. So, warte. Lesen Sunflow. Ah, Desktop-Ausgabegerät. Wieso hast du zwei Channel da drin stehen? Desktop-Audio-Gerät und Desktop-Audio-Gerät. Da sind zwei Stück drin. Ja. Disable mal Nummer 2. Und hau den ersten dein standardmäßiges rein. Also dein Desktop. Okay. Okay. Jetzt drückst du mal auf, warte, jetzt sehe ich das gerade, Soundflower. Was zur Hölle ist Soundflower? So ein Treiber, so eine Art. Das wurde mir mal irgendwann ge... Ich wette... Hallo. Warte mal. Hallo. Okay, das ist noch drin. Ja, warte mal, jetzt... Was soll ich jetzt nochmal abspielen? Zieh ich dir die Hand von deinem Körper und mach ein Parker draus. Ist da was besser geworden? Ich hör grad. Hallo. Jetzt spielt ihr das, glaube ich, gerade über Lautsprecher ab, ne? Warte mal. Zieh ich dir die Haut im Körper und mach ein Parker draus. Was meinst du? Wenn du jetzt Musik abspielst, spielt er das jetzt über deine Kopfhörer? Ja, über Kopfhörer. Nee, Kopfhörer. Kopfhörer natürlich. Jetzt schreibt mir gerade ein anderer Freund von mir, Andi, mein Freund. Vielen Dank, dass du mir auch schreibst. Du wärst ungefähr der 20. der sich daran versucht, mir OBS einzurichten. Wenn du Lust hast, kannst du das natürlich gerne tun, mi friendo. Sehr, sehr gerne. Du siehst, ich bin am Verzweifeln, aber... Für meine Verhältnisse echt noch ruhig, also da muss ich mich auch mal selber loben. Normalerweise verliere ich bei sowas schneller die Geduld, aber ich finde auch, man muss manchmal für was echt was tun. Du hast ein iPhone, ne? Ja. Ich guck mal ganz kurz, ob ich das hier hinkriege. Ob ich dir nebenbei was schreiben kann, ohne dass ich das jetzt laut sagen muss. Scheiße, ich hab deine Dings nicht drinstehen. Wie komme ich denn jetzt an die Sachen ran, die ich jetzt gerade eben benutze.
Das hier ist voll laut, ey. Aber. Das Problem ist, ich kann dir zuhören, weil ich dich jetzt gerade noch nicht eingespeichert habe. Hab ich dich viel zu. Und Nummer, ich kann noch nicht mal auf meine Anrufe zugreifen. Was ist denn jetzt los? 1 Uhr. Dann leckt es, dann hab ich so Speedlags immer drin. Aber das soll nicht. Das kann ich aber nicht einspeichern. Anrufe, so. Datei. Kontakt. Oh, nee, du behindertes Drecksding. Nee, Andi, Moro Colio, Moro Ciolo, Andi ist nicht Dex. Nee. A nice one. Wird das heute noch was, wenn ich das wüsste? Ich finde die Geduld von Patrick viel bemerkenswerter. Ja, das stimmt auch. Stimmt. Patrick, nochmal liebes Dankeschön an dich. Das wird schon, du Landwirt. Mikro zu leise. Was, wollt ihr mich verarschen? Fickt euch Mikro. Also, Mikro ist niemals zu leise, Alter. Ich muss halt hier unbedingt mal so Schaumstoff besorgen. Vielleicht mache ich das sogar heute noch. Dass ich hier mal irgendwie besseren Ton bekomme. Alter, weil... Das ist ja wirklich nicht normal. Sif-Maul-Modus komplett gesprengt. Ich finde dich nicht mal. Kontakt, ich habe dich abgespeichert. Bitte versuche es später erneut. Willst du mich flachsen oder was? Ich konnte dir nicht. Ich konnte dir nicht schreiben. Du siehst mich, ne? Das ist gut. Dann machen wir das anders. Schreib mal eben hier, was kann ich das denn zeigen? Das beschäftigt mich einfach nur, dass so einfache Dinge mit dieser Schaumstoff für den Chicky. Wirst du ihn? Ich hab doch hier ein richtiges Mikrofon. Marc. Ich hab hier ein richtiges Mikrofon. Absorber. Ja, Absorber sind natürlich noch besser, die kosten aber auch mehr. So ein bisschen Schaumstoff tut's auf jeden Fall oder ein Teppich hier rein oder irgend sowas. Schaumstoff hat nichts mit Mic-Level zu tun. Lieber Spoofy, da hast du natürlich recht, ja, aber. Es ging mir ja erstmal auch um den Klang hier so ein bisschen. Hättest du mal Bock auf die Analyse Sunny vs. PA Sports? Ja, habe ich Bock. Habe ich schon gemacht. War ein Spaß. Yo. Kann ich nicht laut sagen. Ja, dann geh mal weiter zurück. Ja, ich kenne das. Ich kenne das, ja. Ja, aber warum? Also ich verstehe das nicht. Ich kriege hier einen Aufnahmepegel angezeigt, der wird ja auch lauter. Der wird doch gerade lauter bei dir, oder? Guck mal, ich mach jetzt mal. Aber warum? Ist doch nur eine. Achso, beide. Das ist eine Eingabe und eine Ausgabe. Das eine ist Hallo, Hallo. Wozu? Also wenn ich jetzt über OBS streame, habe ich da, wenn ich jetzt nicht gerade großen Gamer-Stream mache, habe ich da Videoaufnahmegerät und Monitor. Dass sie den Monitor sehen können, weil dein Audiogerät wird ja automatisch über die Standardeinstellungen mit übernommen. Das heißt, schalt mal die beiden Audiogeräte aus. Also mach mal die beiden Dings weg. So, jetzt. Ja. Jetzt muss ich kurz warten, bis das im Stream angezeigt wird. Genau, und die Mic auch drehst du jetzt runter auf minus 12? Ja. Ja. Das war's an. So, und jetzt versuch nochmal ein Video abzuspielen. Hau mich auf den Drink einladen, denn du machst kein Business. Warum mach hier nicht auf Hengst, nur weil deine Freundin ein Schimmel ist? Echt?
Warte mal. Warte mal. Achso. Oh, wo ist denn die Scheiße jetzt? Echt? Echt? Warte mal. Warte mal. Ich will das mal hören, was ist denn hier? Homies auf den Drink einladen, denn du machst kein geil. Drum mach hier nicht auf Hengst, nur weil deine Freundin im Schimmel ist. Aber ich bin ein bisschen Delay, Alter. Ich hab ein bisschen die. Jetzt geh mal in dein OBS wieder und dann brauche ich mal ganz kurz die Kehrsicht, damit ich das sehen kann. So, und jetzt. iPhone. Und jetzt steht da bei Desktop Audio dieses Rädchen. Ja. Da gehst du drauf. Ja. Und da steht da zusätzlich. Oder erweitert. Erweiterte Audio-Eigenschaften, ja. Genau. Und da steht jetzt oben bei Desktop Audio. Was? Vorsichtig 750? Ja, aber. Okay, aber das war eigentlich gerade vom Verhältnis ganz gut, fand ich. Versuch's jetzt nochmal. Ich lass mal meinen Stream die ganze Zeit laufen, Alter. Moment. Was war denn das gerade für eine krasse Ansicht hier? Alter, das ist ja krass. Neue Timeline in YouTube oder was? Wahrscheinlich. So. Flipp ich aus, dann überlebst du's nicht. Denn mich zu ficken wird schwer wie deine Frau, wenn sie erkältet ist. Bäh, Digga, das ist wirklich pervers. Pass mir auf, dass das von deinen Freunden niemand erfährt. Dann überlebst du's nicht. Denn mich zu ficken wird schwer wie deine Frau, wenn sie erkältet ist. Bäh, Digga, das ist wirklich pervers. Pass mir auf, dass das von deinen Freunden niemand erfährt. Ja. Ja, Mann. Das ist jetzt echt gut. Also kann ich diese zwei. Du meinst hier die Einstellung? Ja, genau. Die drehst du jetzt auf 6 Phase, also auf minus 6 Phase, auf 12 haben wir sie jetzt. Stell sie auf. Minus 8. Okay, ganz kurz, Digga, die zwei Dinger nehme ich hier raus, ja? Audioausgabe und. Beide Dinger lässt du raus. Die kann ich also hier löschen, oder was? Genau. Bist du dir da sicher? Hallo, hallo, hallo. Okay, Digga, ich danke dir, gell? Digga. Ich danke dir. Okay, mein Freund, wir sehen uns. Danke, mach's gut. Danke dir, danke. Peace, peace. Alter, was eine schwere Geburt, Leute. Okay, wir machen das jetzt mal. Ich weiß nicht, also top ist das ja trotzdem alles noch nicht. Irgendwo. Von der Qualität, oder? Was ist denn, wenn ich hier... Das ist jetzt echt gut. Also kann ich diese zwei... Alter, Leute, das kann man sich doch nicht angucken. Jetzt sag doch mal ehrlich. Wie verpixelt ist das denn? Leute, das kann man sich doch nicht angucken. Jetzt sag doch mal ehrlich. Was wolltest du ursprünglich streamen? Gar nichts. Ich wollte einfach nur das Streaming zum Laufen bringen. Jetzt sag doch aber mal ehrlich, Leute. Ich meine, ich sehe das jetzt hier gerade, wenn ich das hier so Fullscreen mache, ne? Was wolltest du ursprünglich streamen? Gar nichts. Ich wollte einfach... Das kann man sich doch hier nicht geben, oder? Jetzt sag doch mal, wie sieht denn das aus, Alter? Der Stream hat Delay, wie das Label von Jan. Nicht schlecht. Weekend League habe ich noch ein Spiel offen heute, Marc. Ich habe 16 Siege und noch 3 Spiele. Und hoffe, dass ich den 17. Sieg noch habe, dann bin ich Gold 2. Ich finde, das geht voll klar. Naja, geht echt klar. Vielleicht sieht es dann bei mir noch so. Was ist denn jetzt hier auch auf einmal wieder los? Jetzt sehe ich mich hier 100 Mal.
Leute, also ich würde sagen, wir belassen das jetzt erst hier mal bei dem aktuellen Stand. Ihr seht, ich bin dran und ich lasse mich auch von nichts unterkriegen, bis ich für euch geile Streams machen kann und mit euch live gehen kann und wir uns zusammen Sachen reinziehen können. Wir können zusammen Analysen machen, wir können zusammen, ja halt wie gesagt, irgendwelche Tracks reinziehen, irgendwas reinziehen. Und bis dahin kämpfe ich weiter dafür und nichts und niemand wirft mich aus der Bahn. Vielen Dank an die ganzen Leute, die so lange dabei waren und wir waren konsequent über 100 Zuschauer. Ja, Freunde, ich wünsche euch einen super schönen Tag. Ich gehe jetzt mal ein Kippchen rauchen und muss irgendwann auch mal was essen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Und ganz viel Liebe an jeden einzelnen von euch, meine Freunde. Bis bald, euer Jay Chigi. Peace, Mann.